ab geht die bunte Kavalkade zum Wertungslauf zur DDR-Einzelmeisterschaft des ADMV der DDR. Ein großes, buntes Feld hat sich eingefunden und Trainingsschnellster war mit der Startnummer 93 Bernd Kasper aus Dresden mit 302,0 für diesen Kurs. Das entspricht einer Geschwindigkeit von 170,466 Kilometer pro Stunde. Der Rundenrekord wird von Bernd Kasper gehalten im vergangenen Jahr mit 173,711. Und es kann in diesem Jahr einen neuen geben, denn die Bedingungen sind gut. Es ist kühl, aber trocken. Bernd Kasper hat sich auch sofort an die Spitze des Feldes gesetzt. Er war im vergangenen Jahr Zweiter der DDR-Meisterschaft mit nur einem Punkt Unterschied zu seinem Freund, dem Dresdner vom MC Post, Uli Melkos. Dritter im vergangenen Jahr Bernd Rauscher. Er hat die Startnummer 80. Aber viele bekannte Männer sind hier in diesem Feld, die in anderen Klassen des Automobilrennsports in den vergangenen Jahren Furore machten. Beispielsweise der zweifache DDR-Meister Hans-Dieter Kessler, der hier mit der 87 mit dabei ist, oder mit der 99 Dietmar Isensee, der ja auch bei den Spezialtourenwagen der Klasse bis 1300 ein glänzender Fahrer war. Diese Klasse hat also enorm Verstärkung erhalten. Arrivierte mit dabei, wie mit der 96 Manfred Günther. Hier haben wir ihn kurz im Bild gehabt. Auch ein sehr guter Mann in unserer Nationalmannschaft. Dazu selbstverständlich Uli Melkos. Und auch ein Mann ist in diesem Jahr besonders gut geworden mit der 90. Fährt Heinz Siegert nun für den Motorsportclub Chemie Greiz-Döhlau. Auch er mischt hier kräftig mit. Leistungsdichte hat also zugenommen, obwohl alles für Bernd Kasper und Uli Melkos spricht. In der Jugendkurve hier mit der Startnummer 45 Nils Holger Wilms von Karosseriebau Dresden, ein junger Mann, der sich seine Sporen erst noch in dieser Leistungsklasse 1 verdienen will. So, nun geht die bunte Kavalkade zum ersten Mal den heiteren Blick hinunter, also jenem Teilstück, das am schnellsten ist auf diesem Kurs und auf dem diese Rennwagen kurzzeitig eine Geschwindigkeit weit jenseits der 200-Kilometer-Grenze erreichen. Knapp 250 Kilometer pro Stunde sind hier drin. Sicherlich noch nicht in dieser ersten Runde, da schont man die Triebwerke noch, aber so ab Runde 3, 4, da ist das dann möglich. So, wen haben wir vorn? Selbstverständlich, wie erwartet, Bernd Kasper, Manfred Günther und auf Position 3 Uli Melkos. Dahinter dann schon mit der 87 der neue Mann in dieser Klasse, Hans-Dieter Kessler, der sich die Punkte für die Qualifikation zur Leistungsklasse 1 im vergangenen Jahr in der Leistungsklasse 2 erwarb. So, und an dritter Position haben wir den Altmeister Uli Melkos. Nein, zum schwierigen Teilabschnitt in der Stadt. Kasper Günther Uli Melkos. Und zu Uli Melkos ist zu seinen rennfahrerischen Qualitäten ja wenig zu sagen. Die meisten unter Ihnen wissen, dass er ein ganz schneller Mann, vielleicht der schnellste Mann in unserem Lande ist. Aber es gibt etwas Besonderes. In der vergangenen Woche am Donnerstag wurde Uli Melkos für seine hervorragenden Leistungen in dieser motorsportlichen Disziplin mit dem Titel Meister des Sports geehrt. Uli Melkos am 19. April 1950 in Dresden geboren, 1,82 groß, 77 Kilo. Und es gehört unbedingt noch ein Mann dazu, wenn man von Uli Melkos und seinen motorsportlichen Erfolgen spricht. Frank Nutschan, sein Mechaniker nun seit 15 Jahren. Er kommt ja aus der berühmten Familie Melkos, Vater Heinz, einst bekannter Motorsportler, begann bereits mit 15 Jahren auf dem Moped mit Motorrad-Geländesport und ist seit 68 hier in diesem Rennfahrer mit dabei. Seit 77 fährt er ein neues Auto,
einen selbstentwickelten MT-77-1, der einen Ladermotor von 1300 Kubikzentimeter hat, ungefähr 120 PS leistet bei 7500 Umdrehungen pro Minute, 420 Kilogramm wiegt dieses Gefährt, und es werden wie in den anderen Rennklassen Slicks gefahren, also jene profillosen Reifen. Da haben wir auch das technische Reglement dieser Klasse gleich mit gesagt. Und diese Rennmusik sieht sich auch ein Mann an, der in klassischer Musik einer der ganz Großen auf unserem Erdball ist, Peter Schreier, der hier diese Rennen voller Interesse mit verfolgt. Kammersänger Peter Schreier ist ein begeisterter Sportfan überhaupt. Vom Fußball bis Motorsport lässt er sich in unserem Lande nichts entgehen, wenn er Zeit hat, mit dabei zu sein. Und er kann hier in Runde 2 mitverfolgen, wie Manfred Günther in führender Position vor seinen beiden Dresdnern Bernd Kasper und Uli Melkus die zweite Runde beendet. Runde 2 also, Manfred Günther, der Scheibenberger, vor den beiden in Dresden. Dresdnern Bernd Kasper und Uli Melkus. Wollen wir sehen, wie es dann am Ende des Rennens ist. Und die Musik in der letzten Runde macht dieses Trio auch noch. Obwohl Bernd Kasper mit der 93 sich ein Stückchen abgesetzt hat, die erste Geige spielt, aber noch nicht aussichtslos abgeschlagen. Manfred Günther auf Platz 2 und Uli Melkus auf Platz 3. Bernd Kasper fährt von Anfang an der Spitze des Feldes, aber Uli Melkus und Manfred Günther, die haben doch ein paar Mal die Plätze gewechselt. Und alles scheint darauf hinzudeuten, dass am klaren Erfolg von Bernd Kasper, dem Dresdner Diplom-Ingenieur, nichts mehr zu löten ist. Aber wer wird Zweiter? Die beiden im Kampf. Manfred Günther konnte den Angriff von Uli Melkus noch einmal abwehren. Was passiert in der MTS-Kurve? Hier ist es schwer vorbeizukommen. Aber Uli Melkus probiert's. Kopf an Kopfrennen dieser beiden. Kommt er vorbei. Wenn er in dieser Position bleiben kann, hat er einen Vorteil in der Kurve der Jugend. Dann ist er innen. Und kann, nein, er kann Manfred Günther nicht ausbremsen. Und Sie haben auch gesehen, an der blauen Fahne, die da hinten aus dem Auspuff kam, dass irgendetwas mit dem Motor von Uli Melkus nicht hundertprozentig in Ordnung ist. Es können auch die Bremsen sein. Das wäre ein großes Handicap für den Dresdner. Auf Platz 4 liegt dieser Mann, liegt Hans-Dieter Kessler, der sich in der neuen Klasse recht gut einführt. Und dahinter dann auf Platz 5, aber mit auch großem Abstand mit der 89, Jürgen Meißner, ein weiterer Dresdner Fahrer. Hier sehen wir Hans-Dieter Kessler für den MC Carli Merkers fahren. Wer kommt da oben als Erster? Erwartungsgemäß ist das Bernd Kasper, dann Manfred Günther, Uli Melkus. Das verspricht noch einmal einen ganz spannenden Kampf um Platz 2 hier unten zum letzten Mal in der Queckenbergkurve. Alles ist klar für Bernd Kasper. Er kann fast ausrollen bis zum Zielstrich. Aber was wird mit den beiden? Bernd Kaspers Sieg ist außer Frage. Wer wird Zweiter? Manfred Günther hat die Nase vorn. Jawohl, er schafft's. Er freut sich, reißt die Arme hoch. Sieg für Bernd Kasper, für den Dresdner. Platz 2 für Manfred Günther aus Scheibenberg. Und Platz 3 geht ebenfalls nach Dresden, geht an Uli Melkus. Das war der Sachsenring 1986.